Hi und willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Enigmates, vermisste Maple Creek, beziehungsweise Folge. Na denn, ich weiß ja nicht, ob ich das schon mal gesagt habe. Jetzt habe ich den Faden verloren. Aber, ah ja, jetzt weiß ich es wieder. Es ging mir darum, zu sagen, dass ich dieses Spiel jedenfalls blind spiele. Was bedeutet, dass ich wirklich nicht weiß, was, wie, wo und wann passieren wird. Was für mich auch recht neu ist. Und dann gucken wir mal hier in die Karte. Was sagt die? Ja, oder was ist das? Irgendwas können wir im Badezimmer machen. Und hoffen, dass uns Horrorhorst hier nicht begegnet. Und uns mal wieder was klaut. Ich stelle mir irgendwie vor, wenn der immer einen Trollface zieht, wenn er das öfter macht. Was ist das? Ja. Wirklich ein klein wenig konfus. Ist immer noch was zu tun. Ja, etwas. Was ist das? Ein schmutziger Lappen. Eine schmutzige Tasche. Was ist das jetzt endlich? Eieiei. Na los, weiter. Ja, eine Dichtung fehlt. Da. Und nun? Der Verschlussring. Da. Oh, Mann, ich bin kein Klempner. Ich bin kein Klempner von Beruf. Was? Mann, 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 muss, muss, muss. Was du alles einmal musst. Kommt jetzt sowas? Ja, wäre ich nie drauf gekommen. Warum habe ich das nicht gleich gelesen? Ja, sehr eifrig mit der Säge. Was willst du noch? Ich doch alles. Na, festschrauben. Ja, und womit? Achso. Ich dachte, die wäre wieder so selbstständig und würde was brauchen. Naja. So, jetzt aber die Tasse. Gut. Auch wenn alles 100 Jahre alt aussieht, wollen wir wenigstens Wasser sparen. Hm.
klatscht dieser Guss, der macht ihn wieder arm. Und da. Detective, it's you. You're still. Thank good. Oh. Oh. I'm wounded. I don't have much time. Listen. The truth is not what it seems. Take the bag I tried to give you. These old files will make you understand. Don't waste time on me. You have to rescue Kate before it's too late and save yourself. Oh, no, not again. Gruselaugen. He's calling. I have to go. He's calling. Ja, ja, schon gut. I have to go. He's calling. Ja, ja, schon gut. Mann, immer diese religiösen Fanatiker. Oh la la. Schlüpper. Ne, da ähnlich. Topfhandschuhe, Billardkö. Hm. Billardkö, Kleiderbügel. Das Band? Nö. Erstmal dann die Gießkanne. Süßigkeit. Süßigkeit. Schlange, Sonne. So gut. So weit, so gut. Dann fehlt noch die gute alte Süßigkeit. Ist doch eine Süßigkeit, ein Muffin. Oder dann eben das. Billardkühe und Kleiderbügel. Billardkühe ist doch das, womit die... womit man vor dem Spiel... Achso. Vergesst, was ich sagen wollte. Schnappen wir uns erstmal den Kleiderbügel da noch und dann haben wir das erstmal. Da. Fertig. Schon wieder im Badezimmer? Ach so, ja. Schon gut, schon gut. So, dann wollen wir mal unser fesches Täschchen holen. Das war so klar. Das war so klar. Naja. Na klasse. Was gibt's hier noch zu tun? Hui, sauberer Lappen. Und zu damit. Irgendwas muss man hier noch sauber machen. Und ich finde es nervig, dass hier die Straße. Ich finde es nervig, dass hier, dass man hier immer erst da landet. Anstatt, dass man gleich da in der Karte landet, wo man war. I have to go. He's calling. Ja, ja. Ich muss meine Steuern zahlen. Das Finanzamt ruft. I remember now.
No, you were wrong. You're still in great danger. He murdered them all. Can you imagine? But it's not over yet. Here, take this. Inside are the answers to the remaining riddles. Mhm. Und dann verstehe ich nicht, wie die. Regelmäßig und niemals zu spät. Kein einziger. Eine Sekte? Was denn sonst? Ja. Sein Haus muss einbrechen. Verstehe ich nicht. Mhm. Machen wir erstmal das hier fertig. Ach so, das sind Leute, die... Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall möchte ich erstmal ein paar prominente Teile finden. Und dieses hier. Aha, die Menschen wollen also nach ihrem Heiland greifen. Dem Selbsternannten wahrscheinlich. Er hat sie umgebracht. Aha. Klingt natürlich alles nicht sehr positiv. Nie ist einer zu spät. Kein einziger. Das ist alles sehr mysteriös. Aber das... tada. So zum Beispiel. Nee, das ist nicht so gemeint. Ach komm, was mache ich denn? Sowas zum Beispiel. Aha. So macht man das also. Hui, und schon hat sich wieder zusammengezaubert. Sehr nett. Kümmern wir uns um dieses weitere Wimmelbild. Universalschlüssel. Wieder so eine Sache, von der ich mir absolut keinen Reim machen kann. Seidene Stola. Ich kann mir nichts darunter vorstellen und finde es. Auf jeden Fall Säge und Herz. Eine Nervensäge. Was ist das? Achso, so ein Löscher. Beinglas, Hammer. Manchmal probiere ich halt etwas aus mit etwas hin und her geklicke. Manchmal klappt's, meistens aber auch nicht. Na komm schon, das ist doch ein Hammer. Wenn das nicht Hammer ist, weiß ich auch nicht. Muschel. Besen. Erstmal Nägel. Ich hoffe, Nägel und Hammer kann man behalten. Stern, Brief. Ja, ich denke mal, ich gehe systematisch vor. Stern und Brief. Brief. Und die letzte Säge, die mir auf den Nerven sägt. Da. Geht doch. Ja. Die Einwohner halten große Stücke auf den Prediger.
Doch mir bereitet er Unbehagen. Haken und Seil. Ja, mal wieder sowas. Notenschlüssel. Da ist er doch. Pi. Apfel, Pi, ein Eurozeichen. Wetter. Wetter. Kleeblatt, na gut. Haken und Seil. Was habe ich da? Ich verstehe nicht, was für sie Wetter ist. Da ist auf jeden Fall Pi. Haken und Seil. Kopfhörer, Handfeger. Irgendwie bin ich jetzt ein klein wenig blind. Aber jetzt habe ich's. Irgendwie lustig, ich sprich's an. Und da ist es. Oder auch nicht. Ja, kommt schon. Was meint ihr denn noch mit Radmuttern? Wetter, Apfel. Wetter, Handschellen, Radmuttern. Jetzt fehlen nur noch Radmuttern und Wetter. Na, kommt schon. Ich will wenigstens noch ein bisschen. Radmuttern? Für mich sind Muttern die das, was auf die Schrauben draufkommt. Naja. Und was ist Wetter? Ein Wetterbericht oder wie? Also die Logik dieses Spiels verstehe ich nicht immer. Eigentlich recht selten. Ja. Okay. Balkon. Ja, da ist bestimmt wieder was rüber geflattert. Dann ab. Halt, Moment. Das sind keine Sturmschäden. Die Pension wurde scheinbar nicht instand gehalten. Merkwürdig. Was machen die Leute hier? Das kann doch nicht wahr sein. Wunderbar. Samerweise ist die Lampe noch nicht runtergefallen. Noch nicht. That's my evidence wall, but that's not my handwriting. Ich warne Sie. Machen Sie nicht weiter. Ah, die Kirche. Die Statue. Na dann, wollen wir erstmal... Ich denke mal, das hier ist Detektiv Hamilton. Okay, ich wette, der Typ kommt noch zum Schluss dran. Was ist das? Mann, was war?
Hä? Ich denke mal, das war soweit alles. Balkon. Na komm. Ich wollte eigentlich noch... Oh no. Ach so. Schnappen wir uns die Schere. Verschlossen. Warum wundert mich das nicht? Naja, zum Abschluss machen wir noch dieses kleine Wimmelbildchen. Schraubenzieher, Schallplatte. Baskenmütze. Ist das keine Baskenmütze? Und ist das halt eine Baskenmütze? Fledermaus, Taschenuhr. Apfel, Birne. Na denn, ein Trichter. Jedenfalls, wir haben hier eine Schallplatte gefunden. Und ja. Taschenuhr. Erstmal das hier. Trichter, Buddha. Jetzt haben wir mal Buddha bei Fische. Eins, drei, vier, fünf Sachen noch. Naja, den Buddha suche ich mir zum Schluss. Ich gucke erstmal, was ich hier noch so finden kann. Fingerpuppe. Achso. Das hätte sich dann auch erledigt. Ich wette, die Fledermaus ist irgendwo aufgemalt. Und die Taschenuhr. Nochmal schön genauer nachgucken. Nö. Ah. Hä? Na gut, das habe ich zwar nicht gesucht, aber okay. Ich beschwere mich nicht. Und jetzt fehlen noch die üblichen drei Sachen zum Schluss. Fledermaus, Taschenuhr und Trichter. Die eine Sache, die Fledermaus. Ist mir jetzt egal. Ja. Da hätte ich auch drauf kommen müssen. Brecheisen. Und da hat er das. Ja. Ein vierzackiger Stern. Aha. Naja. Das soll es dann erstmal gewesen sein. Ich bedanke mich für euer Zusehen. Ja. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss.